Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes. Wir zocken jetzt wieder mit dem Don. Hallo. Und mit dem Chris. Hallo. Black zusammen. Was ist das denn? Kommissartrupp. What the fuck? Was können die denn, Alter? Feldkrankenhaus, Sanitäter, Molotow, Panzerabwehrpaket. Machen wir doch erstmal so. Stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Pioniere stehen bereit. So, Pioniere sind bereit. Ich hab schon wieder keine Kohle. Was ist hier eigentlich gut? Soll ich Panzerabwehr oder Infanterieabwehr haben? Im Großteil. Oh. Okay, ich hab die ersten Feinde kaputt gehauen. Pioniere, wir brauchen hier ein Treibstofflager. Sollen wir etwas bauen? Frage ist, können die noch was bauen? Können die nicht. Ah, da wo wir die Funkmasten haben, können wir Einheiten reinlassen. Also die kommen dann da rein. Okay. Ja, ja. Ah, wenn ich Mörser... Ach, die Dings baue. So, die haben wir jetzt erstmal eingekesselt. Okay, Stoßtruppen habe ich schon am Start, Alter. Warum geht das jetzt so schnell? Pioniere einsatzbereit. Sollen wir etwas bauen? Okay, Pioniertrupp kann jetzt auch Flammenwerfer benutzen. Bereit zum Bauen und zum Zerstören. Sie brauchen Pioniere? Das Territorium gehört uns. Pioniertrupp! Los! Wir haben den Angriff genossen! Stellungswechsel! Ich brauche Hilfe! Abrücken! Ich brauche Hilfe! Ein einzelner Typ hat gerade 5 Leute weggescheucht, Alter. Lol. Guter Junge. Soll ich etwas sprengen? Bau wird begonnen. Was gibt es? Wenn Sie wollen, werden wir. So, kann ich jetzt hier mal endlich. Nein, ich habe keinen. Ich habe schon wieder zu wenig Arbeitskraft, Alter, für so ein Treibstofflager. Mann! Also, die Arbeitskraft ist bei mir echt ein Problem, Alter. Da sieht man, was du für ein Lappen bist. Du bist ein Lappen. Ja, ja. Ich habe keine Probleme. So, jetzt brauche ich aber ein Treibstofflager, Mann. So, Panzer kann ich nicht bauen. Noch nicht. Ich könnte ein Truppenfahrzeug, ein Speertruppen effektiv. Aufklärungsfahrzeug, Soldaten an Bord kommen aus Speerfahrzeug fallen. Und dann können aus dem Speerfahrzeug. Okay, machen wir einfach mal. Machen wir einfach. Einfach machen. Ein Infanterietrupp wurde getötet. What? Statt Rückzug. LOL.
Ey, da haben jetzt gerade 4 Leute, 6 Leute kaputt gehauen. Weil ich an dem vorbeilaufen wollte und die sollten in den Dings rein. In ja, was muss das muss, ne? Ganz einfach. Die sollten in ein Haus rein, Alter. Echte Männer. Sei stolz. Shit, jetzt sitzen die im Dings. Alter, der IS-2, ne? 1640. Ach, jetzt kommt's eigentlich. Der Feind hat noch einen Infanterietrupp getötet. Was? In einem. Feindliche Streitkräfte erobern unseren Versorgungssektor. Okay. Muss mein scheiß Fahrzeug, Alter. Fahr da hin jetzt, du Ochsenkind. Sollen wir etwas sprengen? Wir müssen den ganzen Weg bis dorthin gehen, Männer. Selbstfahrlafette. Was ist denn eine Selbstfahrlafette? Die ist gut gegen Panzer, glaube ich. Also mittlere Panzer. Alter, der hat hier so viele MG-Trupps schon. Ah, das ist klar, mein Panzer macht überhaupt nichts. Stoßtruppen eingetroffen. Feindliche Streitkräfte versuchen unser Territorium zu erobern. Leichter Kampfpanzer T-70 eingetroffen. So. Wir sichern die Gegend. Los, Fahrer! Hier geht die 70 in den Wechsel aus. Ah, der hat hier schon wieder so einen Flammenwerferpanzer. Wir brauchen die Ressourcen. Ihr misst mal an ihr. Die haben den Panzer. Das ist no good. So, ihr Pisser. Was ist er? Also, Aufklärungsmodus. Steck deine Kopf heraus und sag, was du sehen kannst. What the fuck? Mein Panzer schießt nicht, Alter. Was ist mit dem? Schieß den ab jetzt. Effektiv gegen Infanterie und leichte Fahrzeuge, effektiv gegen leichte Panzer und Strukturen. Oh Leute, die kommen mit 2 Panzern jetzt. Ey, jetzt ohne Spaß, ne? Jetzt erzähl mir mal, Alter, what the fuck? Warum ein Panzer von mir, ne, der stark gegen Panzer sein soll, warum der so hart auf die Fresse kassiert? Verstehe ich nicht, Alter. Da ist so ein leichter Panzer, der hat den kaputt gemacht.
Easy peasy. Ja, weil der leichte Panzer noch stärker ist. Gegen Panzer. Ja, aber der soll stark gegen fucking Panzer sein, Alter. Und dann kommt da so ein scheiß MG-Panzer an. Ja, und der macht den kaputt, Alter. Ich hab so ein fettes Panzerrohr, Alter. Raff ich nicht. Ah, guck mal, Alter, genauso wie das, Alter. Der hat einen STG und fickt einen schweren Panzer von mir, Alter. Was ist das? Ich hab einen schweren Panzer und ich komme nicht gegen den normalen, stinknormalen, abgefuckten Panzer klar. Was ist das, Alter? Guck mal, genauso wie so ein kleiner, verfickter MG-Typ, Alter. Schießt auf mich. Und ich bin sofort... Ich hab sofort Motorschaden, Alter. Ja, lol. Das ist super, wie man zur Hilfe zu kommen. Das ist ein Panzer, hallo. Ich mach dem Panzer gar keinen Schaden. Ja, ich auch nicht. Aber gar keinen Panzer mache ich irgendwie Schaden. Jetzt soll genau der gleiche Panzer sein. Okay. Ja, mein Panzer ist schon wieder rot. Wo fährst du denn hin? Verpiss dich da. Weg. Ah, RIP. Jo. Also genau der gleiche Panzer, aber ich hab keinen Schaden gemacht. Ja, mein Mörsertrupp ist sofort down. Ist das lächerlich, Alter, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, mein stärkster Panzer ist zu schwach. Effektiv gegen leichte Panzer. Ich habe nur was gegen leichte Panzer. Gegen die meisten. Ja, selbst mein schwerer. Mein schwerer Panzer ist noch zu schwach, um da irgendwas machen zu können oder was. Jetzt. Effektiv gegen die meisten Ziele. Was, ja. Was soll man darunter verstehen? Ja, weiß ich auch nicht. Und ich sage, selbst der Panzer, der kann nichts. Der schafft das ja nicht mal gegen so einen Ostwind klarzukommen. Ich kann keine Panzer machen, ich hab nichts. Deswegen mach ich jetzt einfach die ganze Panzerabwehr-Typen. Die machen das schon. Safe. So, jetzt Katyusha. Zeig mir, dass du dich nutzt, Baby. Ah, geht doch. So, jetzt habe ich nochmal einen Panzer geholt hier. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Tod statt Rückzug. Reicht das jetzt? Ja. Nummer 6.
Also dafür, dass wir so schnell am Anfang Gas gegeben haben, haben die uns dann ordentlich zurückgebuttert, wa? Ja, die haben halt alles richtig gemacht. Aber ich baue jetzt auch noch die richtigen Truppen, dann sollte es schon gehen. Gucke mal. Direkt weg gerackt mit Nummer 2. Nummer 3. Ihr seid die Nummer 1. So. Also bis jetzt fand ich aber die Briten eigentlich mit am besten, Alter. Die dann auch diese Mörserstellungen bauen konnten. Ja, was bringt mir die Panzerabwehr? Der Panzer macht die in 2 Sekunden weg. So eine dumme Scheiße. Balancing. Jetzt kann ich wieder 3 Jahre lang nichts machen. Ist das nervig. Ja, ich hab jetzt. Ich baue jetzt eigentlich nur noch Mörsertruppen, Panzerabwehr und Panzer. Schnauze voll jetzt hier. Ich hab jetzt was gegen Infanterie, ne? Ja. Okay, mal gucken, wie es jetzt ist. Aber der Kommandant ist scheiße, also seine Artillerie ist kacke. Also, ich mag das nicht. Ich hab einen Feuerangriff, der gut sein soll gegen Infanterie, der nichts macht. Ja, Mann. Alles Mist. Also der mit den Shermans ist bis jetzt mein Lieblingskommandant, den ich besitze. Da hat man das Gefühl, dass man nicht gerade schwach ist. Was können wir tun? Marschbefehl erhalten. Ich spam jetzt einfach das Schlachtfeld zu und dann hoffe ich, dass ich da irgendwas Sinnvolles habe. Effektiv gegen feindliche Panzer, ich muss sowas bauen. Dass da schon so steht. So, jetzt, bitte. Infanterieabwehr und Panzerabwehr. Weiß ich, wo sind die jetzt schon wieder, Alter? Ich höre keinen mehr, Alter. Ich sehe keinen mehr. Weißt du, gerade war hier richtig Terror am Start, Alter, und jetzt? Ja, die werden ja gerade alle gekillt. Ja, hier ballert irgendwo noch ein Mörser rum. Ach du Scheiße, die Mitte ist ja komplett zugesperrt. Und meine Panzerabwehrtrupps sind einfach zu schwach, die werden weggerackt. Von allem. Das gefällt mir nicht. Keine Ahnung, wo die Dings jetzt sind, Alter. Hier ist ein Panzer, was mein Mörsertrupp da. Haben wir den Pioniere weggerackt? Ja. Was ist denn? Was ist mit denen, Alter? Die stehen da mitten im Feuer, die Ochsen. Und die liegen hier nur voll im Sand rum. Der Feind hat einen unserer Panzerabwehrtrupps ausgeschaltet. Leichter Panzer, T-70 entfernt sich von hier. Ich hätte da gerne Sicht drauf, warum kann ich das denn nicht machen?
Muss man eine packen, Mann. Da hinfahren, da wird ich. Artillerie-Brandsperrfeuer bereit zum Abfeuern. Geht doch. So. So, ich habe hier komplett den vergessen. Einen schweren Panzer gebaut, also einen erstmal. Panzerabwehrkanone bereit zum Kampf. So, okay. Ich würde ja jetzt gerne den Punkt da wieder einnehmen. Ich hab schon wieder keine Ressourcen. Unser Feind hat nur noch 200 Punkte. Unterwegs. Und vor allem jetzt haben die auf einmal wieder keine Punkte mehr, weißt du? Weil die Sterne bei uns so umstritten waren und einen hatten wir safe die ganze Zeit. Deswegen haben sie die ganze Zeit verloren und wir nicht. Ich hab einen so ein Dings, einen so einen kleinen Dude. Der die ganze Zeit alleine rumsteht. Der hat so wenig HP. Hätte einen Sanitäter, den kann ich aber noch nicht ausbauen. Mechanisierte Truppe, wie kann ich die? Ich muss dringend Treibstoff irgendwo herkriegen. Das ist Pioniere. Seite Nummer 4. Überall Treibstofflager hin. Klatschen. Wir sind gleich fertig, die Pioneer. Ja, ey, dieses Brandfeuer-Scheiß, ne, da hält ja. Passiert ja bei Panzern überhaupt nichts, Alter. Ja, das ist wegen Menschen. Toll. Nein, meine Pioniere nicht sterben. Rennt einfach dahin. Boah, hier ist ein richtig dicker Panzer, Alter. Einfach straight weiter rennen. Nicht an. Kann ich, okay. Kein Befehl, dass sie einfach so rumlaufen. Du hast ihn so markiert, dass ich dachte, ich soll den nehmen. Ah, Alter, hier ist ein richtig fetter Elefantpanzer. Komm. Mein schwerer Panzer ist schon wieder RIP. Komm. Komm, mach den jetzt kaputt da. Der Verräter hinter die Einheit hat das ultimative Ziel erreicht.
Oh, ja. Tigerpanzer, jetzt kommt alles. Jetzt kommt alles auf einmal. Ach du Scheiße. Ich hab so lange gespart für einen scheiß Panzer, ne? Jo, die machen mal nur 5 Panzer innerhalb von ein paar Sekunden. Oh, moin. Wie alles rumsteht. Ja, das bringt den eh nichts, wenn wir jetzt eh verloren. Ja. Hä? Also entweder haben sie die KI besser gemacht, oder... das andere ist schlechter. Hä, also die haben da verloren. Nicht wir. Ja, die Gegner haben verloren. Ja. Jetzt habe ich halt... ich habe jetzt erst den guten Panzer bekommen. Ich habe jetzt auch erst den Veteranenpanzer. Aber wobei, ich fand das halt gerade komisch, Alter. Ich habe da einen dicken Panzer gehabt, Alter. Einen dicken Panzer gegen einen leichten Panzer und ich habe verkackt. Also der Kommandant fand ich jetzt echt scheiße. Ja, Mann, ich weiß noch nicht, was ich von meinen so halten sollte, ey. Ja, du hast keinen Vergleich, ne? Aber zwischenzeitlich fand ich den echt gut. Naja gut, dieses Artilleriesperrfeuer ist halt schlecht gewesen, ne? Also der Brandartillerie. Das hat halt nur gegen Infanterie war und nicht gegen Panzer. Ich habe da die ganze Zeit gegen die Panzer eingesetzt. Ja gut. Er kann jetzt seit dem Update von Anfang an den Sherman rufen. Ja. Der komplett geil ist. Weiß nicht. Wie komisch. Naja, ich war wieder von euch, war ich wieder der Schlechteste. Echt? Ja. Hab ich nur Schwachsinn gemacht, aber okay. Da fragt mich immer, boah, da habe ich halt ein Riesenloch gehabt, Alter. 32. Minute, Alter. Ja, das ist das, wo die mit den dicken Panzern ankamen. Ja, das sieht man bei Chris richtig gut, Alter. Don? Ja, hi. Jo, der hat auch so einen Christen. Kannst du nicht von Anfang an bauen. Nicht? Naja, egal. Nein. Leute, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.